erste Station, Tour 10, KTM. Wir haben letztes Jahr die Lehrwerkstatt ausgebaut. Also das Besondere an der Lehre bei KTM ist, dass man so viele Ausbildungsmöglichkeiten hat, dass man so viel rotieren kann. Ja, herzlich willkommen bei Balfinger. Super spannende Tour gehabt, verschiedene Berufsbilder kennengelernt. Ja, heute sind wir mit unserem Lehrlingsshuttle in Oberösterreich und der Steiermark unterwegs. Wir waren jetzt gerade bei Siemens, unsere erste Station, und sind jetzt flugs unterwegs in Richtung Pick und Kloppenburg und dann Hofer. Und das ist dann die Tour für den heutigen Tag mit ca. 50 Schülerinnen aus einer neuen Mittelschule aus der Stadt Linz. Am meisten die Kasse und dass wir zusammenarbeiten, und der Gehalt ist natürlich auch nicht schlecht. Das überdurchschnittlich hohe Lehrlingsgehalt, das ist natürlich beachtlich. Was auch dafür spricht, ist auf jeden Fall, ja, sind die Karrieremöglichkeiten, die Aufstiegsmöglichkeiten, die Abwechslung in der Lehre. Also es wird keinen Tag langweilig werden. Ja, erst einmal ein herzliches Dankeschön an Ihre Organisation und natürlich auch an die Betriebe, die wir besuchen haben dürfen. Ob es etwas bringt für Berufsorientierung, es bringt bestimmt ganz viel, weil es einfach ein Schnuppern in die Arbeitswelt ist, ein Schnuppern in die Praxis. Und vor allem die Kinder sehen, wie läuft es in den Betrieben, was wird verlangt, man kann fragen. Und sie haben vor allem auch Vorbilder. Wenn die Kinder dort wirklich aktiv was tun dürfen, dann sind sie natürlich besonders begeistert von dem Betrieb. Es ist interessant, wenn sie ganz unterschiedliche Lehrberufe kennenlernen. Das war bei dieser Tour heute gegeben. Und es ist einfach etwas anderes, ob wir in der Schule davon sprechen, wie Lehrberufe sind und was man alles braucht, um den Lehrberuf auszuüben, oder ob sie wirklich direkt mit den Firmen Kontakt haben.